Ortswechsel ins Salzkammergut zur Schafbergbahn am Wolfgangsee. Die meterspurige Zahnradbahn fährt seit 1893 auf den 1763 Meter hohen Schafberg. Bis heute liegt die Hauptlast des Verkehrs in der Hand von Dampflokomotiven. Es sind 4 Neubauten von der SLM in Winterthur in der Schweiz. Ab 1992 werden sie in Dienst gestellt. Die Lokomotiven sind ölgefeuert. Einen Heizer gibt es nicht mehr. Die Feuerung wird vom Lokführer bedient. Der Zug ist auf dem Weg. 45 Minuten wird er für die 5,85 Kilometer bis zur Bergstation brauchen. Zunächst fahren wir durch die Berghänge von St. Wolfgang. Das Ganze jetzt mit Panorama. In den Sommermonaten fahren jeweils 2 Züge gleichzeitig auf den Berg. Der Zahnstangenbetrieb läuft nach dem System Abt, benannt nach Karl Roman Abt, der die sogenannte Lamellenzahnstange konstruiert hat. Die maximale Neigung beträgt 25,5%. Bis zur Schafbergspitze müssen 1190 Höhenmeter überwunden werden. Mit 12 Stundenkilometern sind wir unterwegs. Doch bei dieser Fahrt ist der Weg das Ziel. Je höher wir kommen, desto besser und schöner wird die Aussicht. Das kleine Triebwerk arbeitet mächtig. Die hohe Drehzahl ist für den Zahnstangenantrieb notwendig. Immer höher kommen wir. Der Baumbestand geht langsam zurück.
Am Kilometer 2,7 an der Dorner Alpe in 1040 Metern Höhe kreuzen wir den Gegenzug. Der Zug mit den beiden geschobenen Personenwagen nimmt wieder Fahrt auf. Die Schafbergalpe in 1363 Metern Höhe ist erreicht. 30 Minuten haben wir bis hierher gebraucht. Jetzt fahren wir jenseits der Baumgrenze, in engen Kurven vorbei an schroffen Felswänden. Im führenden Personenwagen gibt es ein Steuerabteil. Hier sitzt der Zugführer. Die fantastische Bergwelt des Salzkammerguts zeigt sich bei schönster Fernsicht. Weit unten der smaragdgrüne Wolfgangsee. Vor dem Bahnhof Schafbergspitze muss noch dieser Tunnel durchfahren werden. Die Bergstation Schafbergspitze ist erreicht. 1732 Meter über dem Meeresspiegel. Noch etwas höher liegt das Haus Schafbergspitze. Die Aussicht vom Schafberg bietet eines der schönsten Bergpanoramen Österreichs. Unten St. Wolfgang und oben die alpine Bergwelt.